Ja, hallo und somit herzlich willkommen zurück bei The Spectrum Retreat. Wir sind wieder auf der zweiten Etage angelangt und haben jetzt hoffentlich einen gültigen Zugangscode. Cooper wurde ja fast erwischt, wie sie uns geholfen hat oder helfen möchte. Und auch wir wurden fast erwischt von einem der Mitarbeiter. Da ist die Tür. Mal schauen, ob wir hineinkommen. I hope you realize soon what's at stake here for both of us. 5382. Good luck. Hätte ich die Codes halt wirklich nicht aufschreiben müssen. Tiffany, abgeschlossen. Gerade ein Achievement bekommen. Und jetzt geht's wohl weiter mit den Rätseln. 201, Authentifizierungsaufgabe. Ich wollte nur noch mal schauen, wie es funktioniert. Gut. Ein Tisch. Eine Erinnerung. Lieber Alex, hiermit bestätigen wir, dass Robin zum oben genannten Datum von uns untersucht wurde und er ab dem 9. Januar wieder zur Schule oder Arbeit gehen kann. Okay. Oceanview Medical Practice. 1.8.20 scheint wohl ein Arztzeugnis zu sein. Dr. Ian Benson, MD, Oak, Oceanview Medical Practice. Interessant. Was auch immer das mit uns zu tun hat. Ich denke mal, Robin ist wahrscheinlich unser Sohn. Der muss... Der hier muss weiß sein. Deshalb auch wieder zwei von den... Lücken. Rot, weiß. Der andere muss auch rot sein. Ach so, warte. Ich glaube, ich hab's gerade. Nice. Geschafft. Okay, jetzt sind wir hier oben. Grün. Okay, wofür brauchen wir jetzt grün? Na, oh. Come on. Really? Hä? Wie habe ich jetzt das gemacht? Der muss ja rot sein, damit ich hier durch kann. Hier rot nehmen kann. Da wieder weiß.
in die Rot. Okay, und dann tausche ich gleich den Roten gegen den Grün. Ist übrigens interessant, dass wir auf der gleichen Etage durchgehen, aber eine Etage höher rauskommen. Ist Grün für jedes Ding gedacht? Zugriff gesperrt. Ah. Interessant. Okay, das war jetzt eigentlich ziemlich einfach. 201 abgeschlossen. 202 Authentifizierungsaufgabe. Aufgaben halt. Okay, hier haben wir Rot. Einmal Weiß. Okay, jetzt kommt noch Grün ins Spiel. Von hier können wir diesen hier nehmen. Wir brauchen auf jeden Fall schon mal Rot. Dann müssen wir den umwerfen. Ach du meine Güte. Ich glaube, das wird noch ziemlich lustig. Okay, der da drüben muss weiß sein, damit wir hier durchkommen. St. Luke's Elementary School, San Francisco. Sehr geehrte Eltern, Sie erhalten diesen Brief, um Ihnen mitzuteilen, dass Robins Anwesenheit im Schulunterricht Anlass zur Sorge gibt, da sie auf 62% abgesunken ist. Infolgedessen hat Robin einen erheblichen Teil des Unterrichtsstoffs versäumt. Eine regelmäßige Anwesenheit ist unabdingbar, da nur so ein Lernerfolg eintreten kann. Darüber hinaus ist Ihnen sicher bewusst, dass ein Schulbesuch gesetzlich vorgeschrieben ist. Nur durch eine regelmäßige Anteilnahme am Unterricht können Schülern die vorgesehenen Lerninhalte vermittelt werden. Ich werde Robins Anteilnahme überwachen und freue mich auf Ich freue mich auf jedwede Verbesserung. Noch nie gehört dieses Wort. Sollte ein Schulbesuch aus Krankheitsgründen nicht möglich sein, bitten wir um Überlassung der jeweiligen Atteste und Krankmeldungen. Sofern es zu Problemen Robins beim alltäglichen Schulbesuch gekommen sein sollte, von denen wir nichts wissen, zögern Sie nicht, mich zu kontaktieren. In diesem Zusammenhang weise ich darauf hin, dass auch ein Gespräch mit den Lehrern hilfreich sein kann, um gemeinsam zu einer Lösung zu finden. Okay, Robin ist also krank oder hat irgendwelche Probleme zu Hause, von denen die Schulleitung gerne wüsste. Okay. Hier brauchen wir Weiß. Der muss Weiß sein. Grün brauchen wir hier. Okay, gut. Doch nicht so schwierig. Ich dachte schon, ich muss jetzt alles wieder umkrempeln. Nice. Nächste Aufgabe geschafft. Authentifizierungsaufgaben 203. Diese komischen Bilder immer.
Weiß. Okay. Ist das Robin? Weiß. Das ist grün. Rot, weiß. Okay, den hier können wir von oben nehmen. Aber für was? Wir brauchen einmal grün von hier aus. Der hier muss rot sein. Der nächste wieder grün. Okay, ich glaube, ich verstehe wieso. Rot. Ich glaube, ich verstehe wieso. Rot, grün, weiß. Der muss grün sein. Der hier muss rot sein. Muss der grün sein? Doch, ich glaube, der muss ja grün sein. Genau, damit wir... Nee, der hier muss grün sein. Dann haben wir hier einmal grün, rot, grün. Der ist auch grün. Boah. Alter, langsam wird es echt kompliziert. Aber ich glaube, so sollte es funktionieren. Nee, eben nicht. Den müssen wir hier kurz umfärben. Dann muss der hier grün sein. Und dann können wir hier grün nehmen. Hier rot. Hier wieder grün. Und dann haben wir es geschafft. Nice. 203 abgeschlossen. Und jetzt kommt 204. Authentifizierungsaufgaben. Weiß. Hier können wir die Farbe wieder nehmen. Und auch hier. Grün. Aber der bringt uns gar nichts. Der ist bloß hier, damit wir wahrscheinlich grün nehmen können. Okay, ich sehe, glaube ich, schon, wie das Ganze hier funktioniert. Ich nehme mal Rot mit. Ich denke mal, wir brauchen hier irgendwo Rot. Okay, hier brauchen wir Grün. Auch hier gibt es einen zweiten Stock. Ach du Scheiße. Holy. Hä? Smokes. Oh mein Gott. Okay, wir brauchen Rot. Dann brauchen wir den hier grün. Den zweiten brauchen wir rot. Und den untersten müsste, glaube ich, weiß sein. Also oben
Rot, Grün, Weiß. Von wo kamen wir? Das fuckt dein Gehirn richtig ab. Und jetzt kommen wir auch hier durch, wo man Rot nehmen kann. Brauchen wir denn hier Rot? Ich dachte eigentlich, wir bräuchten hier. Ah, ganz zu oberst brauchen wir Rot. Hä? Aber wie soll das funktionieren? Hä? Von oben kommt man ja nicht rein. Gerade nicht. Wahrscheinlich bin ich einfach wieder zu doof, um das Ganze zu verstehen. Weil hier brauchen wir Rot. Zu oberst. Aber wie kriegen wir das Rot von dort unten hier raus? Offensichtlich nicht so. Hä? Oh nee. Stecke ich jetzt irgendwie wieder an einem Rätsel fest, bei dem ich nicht weiterkomme? Weil wie willst du hier Rot rausbekommen? Zugriff gesperrt. Hä? Und selbst wenn wir Rot nehmen, kommen wir ja nicht zurück. Oder doch? Nee, ich glaube eben nicht. Hier gibt's nichts mehr außer Weiß. Und selbst dann brauchen wir hier. Zweimal Rot. Oh no. Ja, und jetzt? Ist das gewollt, dass man hier feststeckt? Scheiße. Aufgabe wiederholen. Ups. So eben nicht. Okay, nochmal. Rot. Brauchen wir zu oberst. Um hineinzukommen. Dann brauchen wir Grün. Lass das mal hier. Holen wir noch das Grün. Aber wie holt man die zwei Roten daraus?
Das checke ich jetzt irgendwie nicht. Wahrscheinlich bin ich einfach wieder zu doof. Und wahrscheinlich gibt es eine ganz simple Lösung. Man kann die ja nur umwerben. Nirgendwo kann man hier raus. Es gibt absolut nicht. Oh mein Gott, ernsthaft. Ein kleiner Spalt. Nee, warte. Man braucht oben rot. Dann braucht man grün. Dann wieder rot. Gott, mein Gehirn. Nice, 20 Minuten. Okay, man braucht rot, dann grün, dann rot, dann weiß. Wenn ich das richtig sehe. Also ist jetzt ein rotes Teil für nichts. Ne, warte. Rot braucht man zuoberst, dann grün, dann rot, dann weiß. Okay, ich habe es wohl einmal zu oft gemacht. Denn zuunterst braucht man ja weiß. Also wenn ich das richtig gesehen habe, dann sollte es jetzt eigentlich so funktionieren. Alter, dieser Spalt war aber auch echt mies. Den hat man nämlich gar nicht gesehen. Also rot, grün, rot, weiß. Nice. Haha, weiß, nice. So wie ich sehe, gibt es offensichtlich sehr viele Aufgaben hier. Von daher würde ich sagen, das war's für diese Folge. Wir sehen uns gleich bei der Aufgabe 5. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal bei The Spectrum Retreat. Tschüss.